So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 1, dem wunderschönen Spiel in der gruseligen Gegend, in der gruseligsten Gegend, Alter. Oh, Leute, Leute, Leute. Ah, das ist die Waffe finde ich cool. Ja, die finde ich echt cool. Ich muss halt nächstes Mal, wenn ich eine Fähigkeit benutze, immer schön einen Gegner anvisieren. So zum Beispiel. Okay, die Waffe ist echt stark. Exogeni-Terminal. Oh Mann, das wäre jetzt easy gewesen. Geheime Informationen, Testproben hatten 3 Tage, bla bla. Lesen wir nicht. Ihr könnt es aber gern, ihr könnt gern zurückspulen. Falls ihr das wollt. Also das ist jetzt eine Sackgasse? Der Ort sieht für mich sehr vielversprechend aus. So wie eben. Wir haben nicht Genau. das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. So, hab kurz meinen Tee geschlürft. Cool. So, da sind die Jungs. Gut, erstmal du. Okay, Team. Das nervt doch voll. Ach, ihr macht das schon. Baller die anderen weg. Ups. So, wir haben alle gutes Leben. Sehen Sie hier, Kommander Shepard. Wir warten. Wenn wir nur einen der Greifer entfernen, fällt das Schiff. Ich glaube, das Ding ist tot. Nice Team, ohne Witz. Ihr macht guten ich Damage. Ich bezweifle, dass hier noch jemand am Leben ist. Die Gates sind sehr gründlich. Wir brauchen halt eine Idee, wie wir die muten können. Mist, wir werden eigentlich durch. So nice. Das finde ich schade, dass wir nichts an den Computern machen können. Serverknoten. Oh Gott. Yes. Türsteuerung. Ich habe kurz was von 31 PSI gelesen. Also haben wir 24, 31. Cool.
einmal kurz flüchtig was durchgelesen. 31 bis 34 PSI. Das war alles, was wichtig war. Für das Rätsel. Easy. Warum haben wir unten Puzzle, hä? Seht ihr die Puzzleteile? Sehr gut. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander. Reden Sie mit mir. Hier ist der Landetrupp. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Keine Panik. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Alle zusammenbleiben. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Ich dachte, wir gehen noch zu Saren oder so, falls er jetzt hier ist. Jetzt hat er halt gemeint, von wegen, wir kehren zurück. Ah, noch mehr. Boah. Ah. Turiane. Was ist sie denn? Quarianer, mein Gott. Tut mir leid. Naja. So, die Schilde sind weg. Die Schilde an den Türen. Heißt, wir müssen wieder zurück. Und einen der Wege nehmen. Wo sind wir nur hergekommen? Lol, wo sind wir hergekommen? Wie sind wir hier gelandet? Es ist halt auch mega dunkel. Hier war ja nichts. Also hier ist ganz sicher nichts, ne, Leute? Hier ein Tipp. Das war eine Forschungseinrichtung. Ein Ort des Wissens und Lernens. Es hätte kein Schlachthaus werden dürfen. Also mich verwirrt diese Treppe, dass hier einfach kein Weg weiterführt. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wo wir hierher gekommen sind. Eine Forschungseinrichtung. Ein Ort des Wissens und Lernens. Es hätte kein Schlachthaus werden dürfen. Bin ganz deiner Meinung. Leute, wie sind wir hier gelandet? Ach da. Meine Güte. Es ist halt echt dunkel. Für euch sogar noch dunkler als für mich. Ich habe hier High Definition Ready 10 an. Oder wie das heißt, keine Ahnung. Am Ende heißt das ganz anders. Also HDR10 halt. Das hat sich irgendwie automatisch aktiviert, als ich das Spiel gestartet habe. Und ja, es ist alles heller. Das zum Beispiel, davon könnte ich erblinden, wenn ich da länger reinschaue. Ich denke, für euch geht das. Außer ihr habt das auch an. Dann tut mir das jetzt leid, dass wir da übelst hart reingeguckt haben die ganze Zeit. Das ist aufgegangen, gell? Hallo, Elizabeth.
Lisbeth. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Das Wichtigste zuerst. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Geht angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Wo ist der? Wo ist der Torianer? Der Torianer ist unter Sus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Geth angriffen. Verstehe. Aber was wollen die Geth von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Ich kann Sie hören. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Geth-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Gute Arbeit. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Jawohl, Leute. Ihr habt den Mann gehört. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Gut. Ups. So, wir gucken mal nach dem Squad. 4 Punkte haben wir hier wieder. Wir machen mal Soldat voll und dann... Erste Hilfe, soweit es geht. Und hier habe ich halt überhaupt keine Ahnung mehr. Ah, warte mal. Das Singularität klingt irgendwie geiler. Warum haben wir nur Werfen geskillt? So, hier Hacken. Tagebuch. Mit den Flüchtlingen sprechen. Machen wir, wenn wir da sind. Sie ist schon weg. Da ist halt das fette Ding, ne? Da dürfen wir nicht rein. Ist sie schon im Fahrzeug? Ich gehe mal davon aus, dass sie schon im Fahrzeug ist. Oder so. Oder sie lief mit uns, aber war nicht sichtbar. Da ist was Rotes auf der Map. Hopp. Ach komm schon. Das sind jetzt aber etwas viele. Uiuiui. Wir machen alle platt. Wir laufen nicht davon. Das Schild regeneriert sich ja eh wieder. Von daher, das war kein so großer Schaden. Da war der Reifen im Weg. War das schon immer da? Das ist aber gemein. Gut, dass wir nicht ausgestiegen sind, sonst wären wir echt getrollt gewesen. Hört mich irgendjemand? Geplapper über Funk. Geht Sie von dem Funkgerät weg. Worum ging es denn da? Keine Ahnung. Hier ist Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Stopp! Oh. Halten Sie an! Ja, und wo ist die jetzt? Hier unten rechts, oder was?
Da hätte halt echt mehr kommen müssen. Ah, lol. Gut, sie ist ausgestiegen. Wartet dort. Exogene Sicherheit. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Bleiben Sie da stehen, Commander. Dies ist ein Exogeny-Projekt. Daher habe ich hier das Sagen. Was wollen Sie diesen Leuten antun? Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, John. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. So, Spezies 37. Hab kurz was getrunken. Dem Torianer. Könnt ihr auch gern machen. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, John. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Sie wird auch keiner vermissen. Sie sind zu weit gegangen. Das findet jetzt ein Ende. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss? Oh, Junge. Das ging aber schnell. Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Auf die Brust. Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Der Torianer. Ich muss herausfinden, warum die Geth hinter dem Torianer her sind. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Torianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle.